Hallo liebe Seele, herzlich willkommen zu deinem neuen Orakel. Hui, das sind wieder ganz strenge Energien, die wir hier reingeraten sind, jetzt in den letzten Tagen. Es hat so ein bisschen angefangen im Dezember, so ein bisschen mit der Rauhnacht. Kurz vorher war es schon spürbar gewesen. Und spätestens ab dem Jahreswechsel sind so ein bisschen unfreundliche Energien ja, auf den Radar gekommen. Es hat wirklich mit ganz tiefen kollektiven Ausreinigungsprozessen zu tun von den Schattenthemen, die immer parallel dazu gedrückt werden, wenn mehr Licht reinkommt. Umso mehr Licht, umso stärker der Schatten. Umso grösser sind die Themen von unseren Unzulänglichkeiten, wo wir eben nicht nur the sunny side of light live sehen, sondern eben auch wirklich alles andere. Und es ist auch ganz spannend, wie das hier so auf YouTube zu und her geht und auf den Social Media. Ja, das ist ja wie so ein Feuerwind, wo tak, 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 ganz schnell ganz viele Leute berührt, wo ja, eine ganze Zeit lang immer super gut und schön läuft und dann plötzlich bang, ändert wirklich der Wind und es wird plötzlich sehr schnell niederträchtig und toxisch. Und ja, wirklich auch von ein paar anderen YouTuberinnen jetzt auch gerade in den letzten Tagen so Beiträge gesehen, gehört, wo sie erwähnen, dass sie angegriffen worden sind und abgemacht worden sind und alles ganz nette, liebe Menschen. Und da sieht man einfach gerade, wie so ein bisschen der Kollektivstatus quo ist in Bezug auf die zwischenmenschliche Interaktion. Und darum ist es auch einfach ein Stück weit fast normal. Man kann dem eigentlich fast nicht entgehen und es spiegelt. Ja, es spiegelt ganz stark. Es spiegelt ganz stark auf uns alle, auf unsere Themen, die unerlöst sind oder die unberührt worden sind und wo eben ganz tiefen Frieden möchte reinkommen. Und ja, Frieden, Harmonie, Liebe, Glück ist natürlich immer nur in diesem Kontrastfeld möglich, soweit wir uns selber auch transformiert haben. Es kommt nicht ganz von allein. Es braucht ein bisschen Hilfe, in der Regel. Ein bisschen Aktivierungsenergie. Und die Aktivierungsenergie, die haben wir jetzt bekommen. Sie kommt auch nicht immer nur bequem daher, sondern sie ist eben auch hier als als etwas, wo sich nicht nur toll anfühlt, nicht nur gut und somit auch alles, was eben im Unfrieden ist oder im Potenzial für zum höchsten Frieden, in die Liebe und in die Reinigung und in die Klarheit möchte ich kommen. Und aus diesem Grund bringe ich hier auch noch den Schneck dazu, weil Lapis Lazuli in dieser reinen Form hat viel natürlich auch mit dem Stirnchakra zu tun, mit der höchsten Form vom Frieden und auch so mit, ja, mit dieser Lehre von der sogenannten Non-Dualität, wo sich alles vermischt und wo alles ins Ewige geht, in die Unendlichkeit und wo eben die niederen Themen auch ein bisschen überwunden werden. Und so spüre ich auch für dich, dass so ganz, 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 ganz viel Verständnis, ganz viel Liebe, ganz viel Gleichmut möchte ich kommen. Um das anzunehmen. Und in einem sehr tiefen Verständnis um das, dass es eine Stufe höher geht. Es ist ein Transzendierungsprozess. Und Transzendierungsprozesse sind nie einfach. Sie sind in der Regel sehr so reibend, ja, konfliktgeladen. Und in dieser Reibung ist natürlich auch nochmal ja, Auseinandersetzung. Und in eine weitere Ebene, in eine Vertiefung können zu gehen und solche Themen gehen in die Unendlichkeit. Also das heisst, wir können fast nicht stehen bleiben, Prozesse sind da, wenn wir nicht selber in dem aktiv sind, so kann es uns auch passiv richtig drin umschletzen und an unseren Energien zerren, ziehen, zupfen, bis wir auch dorthin kommen, wo unsere seelische Blaupause uns herführen will. Und das geht in ganz viele tiefe Schichten, auch Schichten, die für uns gar nicht mehr zugänglich sind. Ja, das wollte ich dir sagen.
Und aus diesem Grund möchte ich für dich ein Tarot legen. Ich habe ein paar Karten hier. Und weil wir in diesem Jahr so viele Türkis haben, komme ich hier mit dem Age of Aquarius Tarot. Oh, siehst du, das ist so gross. An Evolution of the Collective Unconsciousness. Ja, Unconsciousness schon mal sagen, aber es hat eben auch viel mit dem zu tun, im Rahmen von dieser Schattenbearbeitung, weil das Unbewusste hat halt immer mit dem Schatten zu tun. Ja. Aber um das Bewusstsein zu klären und zu lüttern, braucht es eben auch die Betrachtung vom Schatten. Und der Wassermann, die Energie, die Pluto jetzt auch in Wassermann führt am 21.01., sind einfach sehr, 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 sehr stark. Sie sind sehr durchdringend. Und wir können das vermutlich eben jetzt schon im Energiefeld spüren. Gerade auch eben in den Social Medias, weil das einfach auch normal die Schatten im Rahmen von Freundschaften, im Rahmen von wie begegnen wir uns in der Öffentlichkeit, mehr angeschaut werden und somit auch gedrückt werden. Ja? Und das ist eben das Ungemütliche, was wir hier spüren. Und hier haben wir ja das Perlmutter. Und Perlmutter hat ganz viel also mit Schleifprozessen zu tun. Also wo durchaus mit ganz grosser Unfreundlichkeit zu und her geht. Mit Widerwillen, mit Widerstand, mit Kampf, mit Niedertracht. Ja, also die ganz anspruchsvollen Prozesse. Und dort möchte Frieden reinkommen. Und weil das Thema jetzt so stark bearbeitet wird, ist es für uns spürbar. Okay? Ja, nicht so einfach. Nicht so einfach. Nein, haben wir Lödi mal hier. Ich muss doch etwas hängen. Ja. Es ist auch noch mal Schwere im Energiefeld, die ich hier anspüre, wo sich möchte erlösen, befreien. Trauer, Bauchweh. Im besten Sinn, wie du das für dich immer einordnen kannst. Das ist ja sehr allgemein gegriffen. Und es ist ein sehr guter Prozess, eigentlich am Schluss, wie alle Prozesse. Gell? Wir können es ja. Aber oh, wenn man drin ist, dann denkt man sich so ein bisschen. Gell? Also gut, schauen wir mal, was erwartet uns da. Oh, wow. 10 of Cups. Oh Gott, ist das ein Witz? 10 of Cups. Siehst du das? Ich zeige dir die Karte. Oh, Soul Connections, Prosperity. Prevailing against all odds. Was ich ganz fest spüre, ist, dass hier Banden von der Freundschaft geknüpft werden, die du vielleicht heute auf einer physischen Ebene so noch nicht kannst wahrnehmen und vielleicht auch noch nicht so kannst identifizieren. Und das ist lustig, ich verliere immer meine Stimme, wenn ich hierher komme. Also irgendwo gibt es vielleicht noch ein Problem von der Kommunikation, vielmehr nachher. Weil für dich möchte ich etwas kommen, das dich sehr tief im Herzen möchte berühren möchte. Und wo für dich bestimmt ist, wo gut ist. Aber du kannst es erst erlangen, wenn Ängste und Sabotageprogramme abgelöst werden. Es ist für dich auch in jedem Fall bestimmt, mit Gleichgesinnten zusammenzukommen, in Frieden zu kommen, die Liebe können zu spüren und ja, auch dürfen anzukommen im Leben, so wie es sich für dich gut anfühlt. Und auch emotional, langfristig gesehen, in einen sehr tiefen Frieden, in eine grosse Entspannung und Ruhe können zu gehen und auch Weisheit können zu erlangen in Bezug auf sämtliche Strömungen vom Leben. Bist du bereit für das? Und ich glaube, das Ziel kann nur erreicht werden, wenn du dir erlaubst, dich auf dein Leben einzulassen. Und zwar nicht nur auf die schönen Seiten, sondern auch auf das, was für dich schwierig ist, was für dich herausfordernd ist. Und bist du auch ehrlich mit dir? Erkenn, wo du vielleicht versuchst, etwas zu vermeiden. Oder wo du vielleicht auch versuchst, etwas abzuwehren unter einer Befürchtung oder vielleicht auch unter einer Skepsis oder unter einem Misstrauen, wo du vielleicht das Gefühl hast, oh nein, das könnte ja wieder so passieren. Also dann kannst du dich ja selber
wie erkennen und merken, hey, oh, es klingt mir vielleicht doch nicht so gut, mehr auf mein Leben einzulassen, weil ich noch mehr in der Angst bin als in der Liebe. Und 10 von der Kelche bedeutet wirklich, die Themen bereinigt zu haben, geklärt zu haben, anzukommen, Frieden gefunden zu haben, auch wenn es im Aussen stürmt. Gell? Und auch wenn es zu ganz grossen Veränderungen kann kommen in deinem Leben. Es ist einfach das Wachstum, wir können uns dem nicht entziehen und es ist etwas Gutes. Es ist vielleicht deine Bewertung, wie du auf das reagierst. Und vielleicht gibt es dort noch Themen, die für dich individueller Art, wo auch immer du stehst, noch ein bisschen dürfen tiefer beleuchtet werden, ausdifferenziert werden. Und ich kann mir vorstellen, wenn du merkst, dass da vielleicht noch eine gewisse diffuse Energie vorherrscht oder du dich selber noch nicht so klar kannst erkennen, dass es sicherlich sinnvoll ist, mit deinem spirituellen Lehrer, wer auch immer das ist, in eine Vertiefung zu gehen. Weil dann kann er das dann ganz genau rausschälen, rausleuchten, sagen, wo das du bist, was das dein Thema ist, was du bearbeiten darfst, was es allenfalls noch braucht, je nachdem, wo du stehst, um in so eine Bereinigung dürfen können zu kommen, was dir gut tut, ja, sofern du das kannst. Und sofern du dir das erlaubst, sofern du auch interessiert bist an deinem Wachstum. Du musst natürlich auch nichts machen. Dann ist es aber auch so, dass die Wellen vielleicht noch ein bisschen mehr erreichen können und dass es dich im Leben vielleicht noch ein bisschen mehr umschleudert. Ja? Ob mit oder ohne Hilfe, es spielt keine Rolle. Ja, ja, 7 von den Stäben, es bestätigt genau auch das, was ich hier gesagt habe. Also da gibt es so ein bisschen Unwetterwolken, ja, wo man hier sieht, wo aufkommen, Conviction, Competition, Protection. Das ist jetzt eben genau auch das Thema von dieser Grenzfindung. Ja, verbunden auch mit Grenzkonflikt, Wertekonflikt. Was ist dies? Oder? Da hinten, da donnert es schon. Und es ist schon so ein bisschen etwas in Anmarsch. Aber das, was in Anmarsch ist, ist ja nichts anderes als etwas, das von dir eine Auseinandersetzung fragt. Und fordert. Und auch dir, hier, in diesem Moment, in diesem Spiegel, von dir eine neue Reaktion, Bewertung, nicht Beurteilung, Bewertung, will dir unterweisen, damit du dich selber auf einer neuen Ebene kannst finden und benennen. An dem ist nichts Schlechtes. Ja, an dem ist nichts Schlechtes. Weil Grenzthemen sind immer auch Wertethemen. Und es ist schüsst, ja, es ist schüsst, dass der kleine Zaun dazwischen, das kleine Millimeter, wo dort dazwischen ist, wo sagt, von da an ist es okay, wenn es jetzt links kippt und es in deinem Energiefeld ist, ist es vielleicht nicht mehr okay. Und wenn es nach außen kippt, ist es vielleicht auch eine Ablehnung, deinerseits. Und es ist vielleicht, es ist ganz wichtig, da gut, super, klar können zu unterscheiden, wo lehnst du etwas ab aus einer gesunden, guten, stabilen, dich selber liebenden, dich selber wertschätzenden, achtsamen Urteilskraft in einem guten, glasklaren Unterscheidungsvermögen gegenüber aussen? Oder wo ist es einfach nur eine blinde Abwehr, wo du sagst, will ich nicht, habe ich nicht, schon 1000 Vorurteile. Und ja, du weißt schon, das ist ein Unterschied. Und dieser Unterschied, das ist genau der Grenzzaun von diesem einen Millimeter, wo du auf der Scheide stehst, auf Messerschneide gehst in diesem Moment, um klar zu werden innerlich in Bezug auf das, was dein Leben bewegt, wie du auf dein Leben reagierst, wenn du nicht reagierst, warum du so reagierst, wenn du reagierst, warum du so reagierst und ob du es schaffst, mit diesem Unterscheidungsvermögen in liebevoller Achtsamkeit mit dir und mit dem, was im Aussen ist, dürfen sie, ohne zu verurteilen. Und das ist eine grosse Kunst und genau das muss gelernt werden. Ja, sehr spannend. Ja, da haben wir noch den König der Schwerter. Das heisst, ich schiebe mal ein bisschen auch. Zwei Aspekte. Einerseits betrifft es unsere Herren, die zuschauen, wo eine männliche Energie fällt. Andererseits betrifft es die klare, reine Intellektkraft, die eine sehr gute Urteilskraft hat. Und der König der Schwerter hat das. Ja, man sagt ja auch ganz klar im
normalen Tarot, der König der Schwerter, das ist so der Anwalt. Ja, der Rechtsanwalt oder Richter, meinetwegen. Wobei, die Oberrichterin ist immer noch die Justiz, ja, gell? Das müssen wir uns einig sein, das ist Frau. In diesem Fall. Aber mach gar nicht. Der König der Schwerter ist in diesem Fall auch sehr souverän, ein sehr souveräner, guter Jurist. Und er hat die Unterscheidungsvermögen. Und die das Unterscheidungsvermögen und die Urteilskraft, ja. Jetzt, wenn er nicht in dieser Energie ist, in dieser guten Urteilskraft, dann kann er gemein werden, er kann verletzend werden, er kann niederträchtig werden, er kann auch nur zu verkopft in Themen reingehen. Und sein Herz ist nicht dabei. Das ist ein Schattenaspekt vom König der Schwerter. Und auch ein Schattenaspekt von vielen Männern, logischerweise in dieser Zeit auch, weil sie eben aufgrund von unseren gesellschaftlichen Strukturen, die wir immer noch sehr stark aufrechterhalten und auch leben und auch glauben zu meinen, dass sie richtig sind und die Suggestionen weiterhin eben nähren, weil wir ja an gewissen Stereotypen von Männlichkeitsbildern festhalten. Einerseits durch die Suggestionen von unseren Müttern, die sie auf unsere Herren projiziert haben und auch wir als Frauen aufgrund von unserer bedürftigen weiblichen Rolle jederzeit sagen, oh, wir wollen so gerne doch ein Mann an unserer Seite. Ja, dementsprechend also das Bild noch zusätzlich nähren. Das ist in aller Regel auch nicht ein aufgeklärtes weibliches Bild, ja, weil die Weiblichkeit hat sich ja selber in dem Moment auch noch nicht ganz vollständig geklärt. Sie ist noch nicht befreit, sie ist auch noch nicht erwacht. Und dementsprechend finden solche Suggestionen und auch Projektionen und Erwartungshaltungen und Forderungen gegenüber den Männern weiterhin statt. Und auch hier, es muss auch hier ganz klar unterschieden werden, ja, passt es oder passt es nicht. Ja, hey, meine Güte, du musst ja sicherlich gar nie mit gar niemandem Zeit verbringen, egal mit welchem Geschlecht, wenn es nicht zu dir passt, wenn es auch nicht zu deinen Werten passt, wenn es auch nicht zu deinen tieferen Empfindungen und Überzeugungen passt und wenn auch die Grundenergie von so einem Menschen einfach nicht passt. Es gibt Menschen, die kommen einfach grundsätzlich während einem ganzen Leben nicht miteinander klar, weil einfach die Persönlichkeitsenergien diametral auseinanderklaffen. Und ich denke, dort muss man auch ganz ehrlich sein und sagen, du, hey, los, du und ich, wir finden uns nicht. Und wir dürfen ja auch so ehrlich sein und sagen, du, sorry, also, da gibt es jetzt irgendwie kein Weiterkommen. Ja? Und das ist auch völlig okay. Ja, das hat eben auch genau mit dieser Grenzfindung und auch mit dem Unterscheidungsvermögen zu tun. Und der König der Schwerter kommt daher, weil das auch etwas ist, wo jetzt gerade bei den Männern, natürlich auch bei den Frauen, du es für dich umdeuten, ich deute es jetzt einfach aus einer männlichen Perspektive, weil sich seine Energie gerade hier so zeigt. Weil es bei den Männern noch etwas stärker polarisierender ist. Ja, gerade wenn sie ihre emotionalen Anteile, sprich ihr inneres Kind, nicht bereinigt haben. Dass sie so ein bisschen in die einen oder anderen Extreme kippen können. Das heisst, sie sind wie überemotional und kompensieren das über Überintellektualität. Aber so eine gesunde Mitte, das gibt es wie nicht. Und das sind dann so ein bisschen Themen, die sich auch möchten, mässigen, wo eine Mitte möchte gefunden werden möchte, um die Empfindsamkeiten in der männlichen Energie zu harmonisieren. Und seien wir mal ehrlich, wenn man als Mann hierher kommt und bei Cynthias Channel ein Orakel schaut, dann hast du in der Regel ja schon so ein bisschen einen hohen Yin-Anteil. Auch wenn es sich jetzt hier in Form von König der Schwerter-Energie zeigt. Aber das ist eine männliche Maske. Und das muss auch durchschaut werden in den männlichen Energien, um eben die stabilisierende Mitte von der Mässigkeit zu finden. Und dazu gehört in jedem Fall auch auf der männlichen Seite die Heilung vom inneren Kind, frei zu werden von den Suggestionen von der eigenen Mutter, ja, und auch der emotional unterkühlte Vater, der vielleicht nicht gerade die Top-Vorbildrolle hatte. Ja, auch die Muster zu erkennen, zu durchschauen, ja, rede ich eigentlich wie mein Vater, oder? Du weißt, was ich meine. Oder auch umgekehrt, das kann ja auch das andere sein. Und die Mutter hat immer noch irgendwie, redet einem immer noch drin. Also die ganzen Abkopplungen aus dem Familiensystem, die ganze innere Kindarbeit, etc. pp. Und auch die Masken, ja. Also für mich ist der König der Schwerter die höchste Kraft von einer männlichen Suggestion in unserer Welt, konventioneller Art im männlichen, normalmenschlichen Mainstream, wo sich nicht
hat tiefer müssen anschauen, wo einfach ganz normal mit dem Fischschwarm mitgeschwommen ist. Das ist auch völlig okay. Aber jetzt bist ja du da und du schaust das Orakel und es gibt einen Anteil. Und darum wirken ja auch die Schattenthemen so heftig. Ein Anteil in dir, der sich möchte individualisieren, der sich eben vielleicht auch durch einen Schatten möchte in eine Befreiung begeben. Wenn Depression, psychische Verstimmung ein Lebensthema war bei dir, wovon ich in irgendeiner Art und Weise ausgehe, dass wir alle davon betroffen sind, dann gibt es keinen Weg an dem daran vorbei, als das bei sich tief anzuschauen und auch zu klären. Ja, und das ist ja ein Geschenk, das ist ja für dich, das ist ja nicht gegen dich. Und wir sind alle dort auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs und an dem ist nichts falsch, es ist genau richtig so. Aber die Energie vom König der Schwerter, die nehme ich hier irgendwie auch ein bisschen als eine Sabotage-Energie wahr, weil der Schwertkönig es nicht geschafft hat, sich auf sich einzulassen. Ja, weil alles andere im Äußeren als wichtiger bewertet wird als die eigenen Bedürfnisse und somit auch ein Abklatsch stattfindet, reaktionärer Art auf das Äußere und die Ich-Kraft somit klein ist. Und durch das natürlich auch der Wunsch, in die eigene individuelle Entwicklung hineinzugehen. Weil dann heisst es ja, oh, du wirst ja abtrünnig, du machst etwas anderes, ja, nicht irgendwie ab der Rolle fallen und so weiter. Und das sind so ein bisschen Themen, die sich hier zeigen. Und du siehst es ja auch von der Bebilderung her, es sind alles ein bisschen dunkle Energien, also es zeigt auch auf, ja, dass es auch Schattenthemen sind. Und ich merke auch, wenn ich das Orakel deute, das ist eine ganz schwere Energie und sie fühlt sich jetzt habe ich noch den Fuß angeschlagen. Sie fühlt sich nur mässig gut an. Also vielleicht hast du auch Mühe, so ein bisschen zu dir zu bekennen, zu deiner Wahrheit und zu dem, zu dem, wer du bist, wie du bist. Es ist lustig, ich bin jetzt gerade dran, die neuen Karten rauszunehmen. Wir gehen mit True Love Reading Cards weiterschauen. Und ich habe gerade das Deck rausgenommen. Und ich habe nicht alle Karten verwünscht. Und auf der untersten Seite ist die Distorted Masculine gekommen. Ja, du siehst jetzt mal. Das ist jetzt eben genau all das, was ich vorhin erwähnt habe. Ich lasse gerade mal hier liegen, weil es mit so konventionellen männlichen Suggestionen zu tun hat. Bank, Polizei, da hingen fette Rolex-Uhr, Panzer, Kämpfe. Ja, das ist irgendwo auch ein bisschen eine Form von der Selbstkasteiung, wo ausdient hat, so wie ich das wahrnehme. Und ich weiß nicht, was bei dir ist, aber ich merke gerade, wenn ich dieses Energiefeld deute, es macht ganz intensiv im Bauch, so im Solarplexus, im Herz, aber auch im Hauschakra. Vielleicht ist alles gerade ein bisschen durcheinander geraten. Oh. Schau, was da zu dir kommt. Der silbrige Wasserfall. Wow! Also was ich hier ganz eindeutig wahrnehme, es geht für dich darum, dass du ab und wirst als Energiefeld von der Liebe, vom Glück, von der Harmonie. Und dass du in dieser Zeit in einer ganz tiefen Reinigungs- und Heilphase drin bist, wo sich uralte Themen, ja, wo ich wirklich auch wahrnehme, wo, also wirklich uralt, sich am Ausreinigen und am Befreien sind. Und das ist auch die Energie so drückt vielleicht, oder dass du mehr den Schatten spürst, oder die unbequemen Themen und nicht das, was sich für dich hier als silbrige Wasserfall, als eine Landschaft von der Harmonie und von der Fülle zeigt, sondern das Gegenteil. Und das soll dir somit auch aufzeigen, wie lange du schon in diesen Themen drin bist und dass jetzt in dieser Zeit, und du siehst, da ist ja auch so ein Wasserfall,
ganz viel für dich geschaffen wird, um dich. In deinem wirklichen Sein, wie du wirklich bist. Ja, frei von diesen ganzen Konditionierungen, Prägungen und so weiter. In die Richtung von der Harmonie können zu bewegen. Um die Fülle, ja, die emotionale Fülle können zu bekommen. Weißt, wir alle haben ja die Möglichkeit, im Rahmen von unserem Leben in Liebe und Bewusstheit können zu wachsen. Das ist ein Potenzial. Aber nicht alle die das Potenzial einlösen. Und das hat vielleicht auch eben mit diesen Verführungen zu tun, die uns eben auch unsere Gesellschaft suggeriert. Eben, du siehst die Bank, Polizei, die Rolex-Uhr, Macht, der Panzer. Ja, wo uns die Gesellschaft suggeriert, dass das etwas Gutes wäre. Und wenn du das natürlich nie hinterfragst und all deine Kumpels und Kollegen und Kolleginnen nebenan sagen, hey, das ist super, die Rolex-Uhr und andere Menschen kaputt zu machen und sie zu quälen, weißt du, wie super, ja? Wenn du selber nicht von dir aus merkst, aus deinem eigenen Gewissen, dass das irgendwie schlecht ist, das ist ja logisch, dass das nicht ein Energiefeld ist, das langfristig gesehen aufbauend kann sein und sich kann nähren. Gleiches auch mit Berufsfeldern. Ja? Ich sage jetzt mal, wenn du in Berufsgattungen unterwegs bist, wo langfristig gesehen vielleicht nicht das höchste Wohl vom Mensch, von der Erde, von den Tieren aufrechterhaltet. Oder die Berufsgattungen vielleicht nicht die entsprechenden höchsten Tugenden und Ziele, die für so ein System bestimmt ist, können zu erreichen, verfolgt, dann wird das nicht seinen Erfolg haben. Und du wirst hier in diesen niederen Energien hocken bleiben und es wird sich nicht erfüllen können. Ja, es wird sich nicht erfüllen können. Ich sage dir das, weil wir haben ja einen kurzen Einblick genommen auch in die Energiefelder von der Novartis, nur einen kurzen Einblick. Aber es sieht nicht so toll aus in den nächsten Jahren. Und das kann an mangelndem Innovationsdrang liegen, das kann an den auslaufenden Patenten liegen und so weiter und so fort. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, es ist nicht nur das, sondern es hat auch mit einer ganz grossen Strömung zu tun, wo wir jetzt einfach auch kommen nach dieser ganzen Corona-Zeit. Wir sind einfach sensibler geworden in Bezug auf das, was wir heilig nennen. Und der silbrige Wasserfall ist eine Oase von der Heilung, wo das höchste Wohl von Menschen vor Augen führt. Und ich höre, wenn ich das dir sage, dass es so sehr vernunftsmässige, sinnesvernebelnde Stimmen gibt. Ja, aber das höchste Wohl vom Menschen bedeutet halt einfach, ich weiss auch nicht, irgendwie ganz toxische Strukturen aufrechtzuerhalten. Oder auch Heilmethoden, wo nicht das höchste Wohl vom Menschen im Sinn haben, aber wo uns so suggeriert werden, aufrechtzuerhalten. Und ich glaube einfach nicht, dass das langfristig gesehen etwas ist, das sich wird erhalten kann. Natürlich, das muss jeder Mensch sich für sich selber entscheiden. Aber wenn etwas anderes bestimmt ist, so wird sich das durchsetzen. Und der Erfolg, was man auch immer unter Erfolg versteht, zumindest nicht das hier, ja, wird ausbleiben. Andere einzunehmen, andere zu quälen. Das habe ich nicht das Gefühl, dass das etwas ist, das langfristig sehr, sehr fruchtbar wird sein. Ist ja logisch. Ja? Schon gar nicht, wenn es aus dem Ego rauskommt. Und der silbrige Wasserfall ist hier als eine Energie von der tiefen Reinigung, von der tiefen Bewusstseinsveränderung für dich, um dein Wohren selbst herauszuschälen. Und dass du in ein Energiefeld durchkommst, wo so viel Liebe drin ist. Und wo du die Liebe auch spüren kannst. Und wo du dich selber auch so liebevoll umarmt und angenommen fühlen darfst. Ich meine, hey, wo kannst du das schon? Und das soll auch in deinem Beruf der Fall sein. Okay?
Ja, fühl mal nach, ob das möglich ist. Ja, wo das Menschliche eben auch menschlich gemacht wird. Wow. Genau. Life Purpose. Schatz Gottes. Es hat mit deinem Lebenssinn zu tun. Und ich glaube, es ist sehr, 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 sehr wichtig, dass du gut nachfühlst, weil ich eben gerade auch über einen Beruf geredet habe. Machst du das Richtige? Wenn du weißt und dir sagst, die Arbeit, die macht mir bedingungslose Freude. Ich folge zu 100% meinem Herzen. Ich kann meine gesamte Kreativität ausschöpfen. Ich weiss, es ist ein Mehrwert für die gesamte Erde, für die Entwicklung der Erde und der Menschheit. Dann weisst du, es ist das Richtige. Und wenn du das alles nicht mit 100%igem Ja kannst beantworten, dann wird es vermutlich nicht die Früchte tragen. Und es wird zu Einschränkungen kommen. Gell? Das ist sehr wichtig, dass du das weißt, weil die Energien, die hier wirken, sind so stark. Und wenn du mir hier folgst, auf diesem Kanal, und du die Energien empfangen hast, das macht etwas mit dir. Und jetzt kannst du dich fragen, will ich da noch weitermachen? Macht mir das Spass oder nicht? Du kannst natürlich auch sagen, ich breche das ab. Ich meine, wir dürfen ja niemandem irgendwie etwas aufdrängen. Um gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall und um Gottes Willen nicht. Aber vielleicht braucht es das dann auch nochmal, das Abbrechen, Unterbrechen, um ein bisschen zu verzögern, um ein bisschen klarer zu sehen, um mal klarer können zu fühlen. Ist das meins? Passt das zu mir? Ja, eben genau, das Unterscheidungsvermögen im Rahmen von deiner Selbstreflexion auch für dich zu ermitteln. Folge ich wirklich dem, was mein Herz erfreut? Ja, und es ist einfach. Der Lebenssinn zu finden ist einfach. Du musst nur das machen, was dein Herz erfreut. Nur das. Und dann kommt es gut. Oder bist du da noch im Programm drin von deinem Vater oder von deinen Eltern, die sagen, ja weisst, es kommt wieder Krieg und wir haben kein Geld und ja, das Geld, das muss man zurückhaben und jedes Fünfe muss man umdrehen und wir kaufen nur noch im Aldi ein oder weisst doch nicht, ich sage jetzt einfach irgendetwas, ja. Einfach Angst genährt. Oder kannst du ausgelassen und müßig sein? Ja. Überprüf das. Und die Muster von unseren Eltern, die sitzen neu tief in uns. Und es ist ganz wichtig, hier sehr gut herzufühlen, ganz genau zu überprüfen, wo verursacht das Muster mit dir irgendeine Lebenszerknirschung, wo du merkst, hey, ich kann eigentlich gar nicht das ausleben, was mir Freude macht. Und bin mehr oder weniger die Hampu-Frau oder der Hampu-Mann von den Suggestionen von meinen Eltern. Ja. Und somit ist es auch eine Anforderung an dich, tief in dich hineinzuspüren, tief in dich hineinzuhören. Wer bist du? Was tut dir gut? Was macht dir Freude? Woher zieht es dich? Ja? Ist das Richtige für dich, was du hier machst? Oder ist es einfach eine Absicherung für dein Leben? Das Leben, du liebste Seele, ist zum Leben da. Es ist zum Leben da, ja. Und du sollst es geniessen. Es ist nicht das Abkrampfen von härter Arbeit, ja. Vielleicht haben das deine Eltern so gemacht. Du musst es nicht so machen. Und es ist immer eine Frage von der Einstellung, wie du auf die äußeren Gegebenheiten reagierst. Eben, ob du aus Angst heraus reagierst und sagst, ja, nein, der Tag ist grau, ich stehe mit einer grauen Energie auf und ja, jetzt ackere ich meinen Tag ab und dann gehe ich wieder ins Bett und dann schaue ich vielleicht noch schnell zu den Kindern und am nächsten Tag stehe ich wieder auf. Ja, das ist doch kein Leben. Also für mich wäre es kein Leben, aber du musst es ja wissen. Es ist ja dein Leben. Ja. Okay, abschließend. Aber um dir etwas zu sagen, ich sehe einfach, dass ganz viel Farbigkeit, Freude, Leichtigkeit zu dir möchte kommen. Und ich glaube, du stehst so ein bisschen kurz vor der Schwelle, das zu verstehen. Ja? Das zu verstehen und wo du dir möglicherweise selber im Weg stehst, auch mit deinen alten Glaubensmustern. Auch ganz ein grosses Thema, das in diesem Jahr bei uns allen möchte berührt und auch abgelöst werden zugunsten von deinem Lebenssinn. Und dass eine ganz tiefe Reinigung stattfindet von sämtlichen niederen alten Energien, die
die traurig gemacht haben, wo die grau gemacht haben, wo die schwer gemacht haben, die haben rein nur mental silo oder rein nur intellektuell silo, weil wir ja das auch in unserer Gesellschaft so lernen. Ja, der Verstand ist viel stärker bewertet worden. Und das ist ja eben etwas, was sich so verändern in der neuen Zeit. Man soll in unser Herz kommen, unsere Gefühlskommunikation wirklich können ausleben können. Ja, und dass das bei den Herren ein bisschen so eben zu Distorted Masculine führt, ist klar. Ja, ist klar. Ich meine, schau dir die Umfrage an. Ich meine, logisch, ich schreibe das immer ein bisschen provokativ, ich gebe das zu. Aber das sagt schon alles. Es sagt schon alles. Und ja, es trifft einem ein bisschen dort und zwickt einem ein bisschen da und man hört das nicht gerne und man will das auch nicht sehen. Das ist ja auch unbequem. Ja? Aber es geht nicht anders. Weil, warum? Auf dich wartet eigentlich am Schluss ein wunderschönes Leben, wo du dich so verbunden darfst fühlen mit allem und mit so viel Freude, mit so viel Liebe und mit so viel Freundschaftlichkeit auch. Wieso ist es so schwer, aus diesen alten Energien rauszukommen? Ja, beziehungsweise das Erkennen, dass das hier die alte Energie ist, die graue Suppe, ist schon mal eine erste Voraussetzung. Und dann geht es weiter. Gell? Also, schau, dass du Schritt für Schritt in deine Erkenntnisbefreiung kommst. Eben, wie gesagt, vielleicht auch noch mit der Unterstützung von jemandem. Und ja, dass du dich kannst sein. Okay. Wow. Wow! Ja, schau mal, da haben wir Sorgen. Ich lerne, dass Sorgen die Dinge nicht zum Besseren wenden. Genau. Das Grübeln. Und Stolz. Ich liebe mich und ich erkenne mich in jedem anderen. Ja, also was? Stolz. Was soll ich dir dazu sagen? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dir eine Zacke aus der Krone fallen könnte, wenn du dich veränderst oder wenn du dich zu dem committest, was du in deinem tiefsten Innersten fühlst und empfindest. Und dass du für das dann könntest verurteilt, abgelehnt, was auch immer werden, weil du dich vielleicht plötzlich mit Themen und Sachen beschäftigen, die in diesem sozialen Umfeld, wie du unterwegs bist, nicht würde honoriert werden. Oder vielleicht die Leute nicht alle würden die Hand klatschen und sagen, juhu, super, super Entscheidung. Oder? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich sage jetzt einfach ein Beispiel, ja, wir bleiben gerade beim König der Schwerter, du hast eine mega top laufende Anwaltskanzlei. Und es läuft wirklich super und du sagst, hey, nein, ich bin der Mister sowieso, es läuft mega gut in meinem Leben, aber ich merke, ich innerlich bin ich mega unglücklich. Ja? Das ist Beispiel 1. Und dann sagst du, okay, ich möchte das vielleicht verändern. Ja? Oder das andere, du meinst, du bist Anwalt und du hast eine sogenannte Anwaltskanzlei, aber es läuft mega schlecht. Ja, es läuft mega schlecht. Es läuft nicht gut mit den Mitarbeitenden, es läuft nicht gut mit den anderen Anwaltspartnern. Ja, es gibt immer wieder Veränderungen. Aber weiterhin hebst du nach außen die Etikette aufrecht von Mr. Sowieso, Anwaltskanzlei, bla 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 bla. Ja? Und im Inneren spürst du das schon die ganze Zeit. Aber der Stolz von dem tradierten Bild, das im König der Schwerter drinnen ist, du kannst irgendetwas nehmen, es spielt gar keine Rolle, was es ist, irgendeine Berufsgattung, erlaubt dir das nicht. Und das sind deine Ängste. Dort hocken deine Ängste und dort musst du herfühlen und erkennen, womit das zu tun hat. Und du siehst jetzt mal, das ist jetzt wirklich so ein bisschen die konventionelle Schiene, die durchbrochen werden möchte. Und genau das Thema drückt bei dir auf die Sorgen. Aber ich sehe auch, dass da ganz viel in deinem Bewusstsein passiert, wo möchte gewandelt werden, verändert werden, für dass du dich wirklich kannst erkennen und befreien und dass du lernst, dich zu dir zu bekennen, zu deinen Bedürfnissen zu bekennen und dem folgst. Ja? Und wir haben auch den Life Purpose und ich glaube, dass das recht so unbequem könnte werden, langfristig gesehen. Also ich finde es im Fall mega anstrengend, dein Orakel dort zu sein. Ich fühle mich richtig kurzatmig. Vielleicht geht es dir nicht so gut. Ich weiß auch nicht, das macht dir viel Sorgen offenbar. Um hier zu wachsen und aufzusteigen. Ja? Du bist am Schluss immer nur auf dich allein zurückgeworfen. Und dir müsst es begegnen mit dem, was du empfindest. Das ist das Ehrlichste
Und das Integerste, was du für dich machen kannst. Und gell, wir sind dann ganz allein. Da ist niemand, der uns irgendetwas abnehmen kann. Und das soll auch nicht sein, weil du musst ja deine Wahrheit finden. Gut. Ja, das ist mega herzig. Daffodil, the sun shines brighter when you are here. Ja. Also ich glaube, für dich möchte ganz viel Gutes kommen, aber ich glaube, da wirklich noch ein bisschen selbstsabotierende Programm. Weil es dir nicht so schnell gelingt, den Wechsel zu machen. Alles okay. Du hast alle Zeit der Welt. Du darfst es auch noch 3000 Mal überdenken. Mach dir keine Sorgen. Was haben wir da noch Schönes? Iris, spread your creative wings and take flight. Ja! Gang vorwärts. Vertrau dir. Es ist eine gute Entwicklung. Es will nur das Beste mit dir machen. Und leg die unnötigen Sorgen ab. Schau, welche neue Freunde, neue Menschen, neue Hobbys, Interessen zu dir möchten kommen. Und fing Vertrauen in dem. Gell? Am Anfang ja, ist es schwierig, wenn man gerade so etwas Neues anfängt. Und du kennst es nicht. Man will ganz 100% sicher sein, dass man nicht in eine ganz komische Energie hineingerät. Das kann ich absolut verstehen. Ich meine, ich kann ja den Prozess, ich habe den selber gemacht. Gell? Ich meine, aus einem noch tradierteren Berufsbild als ich kannst du ja nicht kommen. Deswegen kann ich alle meine Kollegen bestätigen, Ex-Kollegen, die zuschauen. Noch eingeschränkter, noch bünzliger arbeiten, als wie Cynthia geschafft hat, kannst du nicht. Darum kannst du auch ein Beispiel an mir nehmen. Boronia, do not fear or doubt the new path ahead. Ja, genau so. Also, hör auf mit deinem Gezweifeln hier. Das ist eben auch ein bisschen König von der Schwerterenergie, dass du zweifelst, selbst sabotierst, dich selber zurückhaltest, dich selber übertölpelst und dann vernunftsmässig wieder einredest. Dein Vater hat es ja schon gemacht und darum wieder die Stimme kommt und sagt, ja, aber mach es nicht so, mach es so. Ja. Leider führt das nicht viel weiter, das führt nur zu Sorgen, Kummer, noch eine viel stärkere Einschränkung von deiner Lebensenergie. Und das soll doch nicht sein, es soll dir doch gut gehen. Gell? Ja! Und schau hier, auf der Unterseite vom Kartendeck haben wir Fantasie. Ich erkenne das Kreative in mir und fördere es. Das war jetzt richtig anstrengend, das Orakel zu deuten für dich. Also ich weiss nicht, was für Energien, in welchen Energien du zugegen bist. Es scheint mir irgendwie ein bisschen anstrengend zu sein. Es kommt mir gerade so vor, als wäre ich so von einer mega anstrengenden Joggingroute zurückgekommen. Und ich wünsche dir somit einen guten Ausklang. Mach's gut, bis gleich. Tschüss.